Und es sind eben nur noch 90, die an den Start gehen und nicht mehr 98, wie gestern Abend ausgelost. Und auch Janina Hettich-Walz, da stand ein Fragezeichen hinter ihrem Start, denn sie war Anfang der Woche auch so ein bisschen mit Symptomen behaftet. Vanessa Vogt hatte mit ihrem Doppelzimmer, wurde in ein anderes Zimmer versetzt. Aber nun startet sie dennoch. Mal sehen, wie gut es ihr geht, wie gut sie sich erholt hat. Janina Hettich-Walz, die erste von, wie gesagt, 5 Deutschen. Vanessa Vogt dann mit der Nummer 23 um 14.36 Uhr und 30 Sekunden. Dann haben wir Sophia Schneider mit der Startnummer 48, Selina Grotian mit der Nummer 62, Anna Weidel mit der 95 und Franziska Preuß hätte die 27 gehabt, aber sie startet leider nicht. Ist heute Morgen schon zurückgefahren nach Ruhpolding und wird sich dort ausruhen und dann hoffentlich in der kommenden Woche beim Weltcup in der Lenzerheide wieder dabei sein. Mona Bronson, Startnummer 2, die Schwedin, die 10. war beim ersten Sprint. Starkes Ergebnis für sie. Justine Bresas-Boucher, die erste aus dem Favoritenkreis. Wir haben so 15, 18 Frauen ausgemacht, die hier aufs Podest laufen können. Sie gehört auf jeden Fall dazu, denn sie ist laufstark. Bei ihr hängt es dann davon ab, wie gut oder schlecht sie am Schießstand zurechtkommen wird. Die Französin, die ja nach einem Jahr Babypause zurück ist im Weltcup. Richtig beeindruckt ist das mit ihrer Laufform. Und eben habe ich sie nochmal im Gang gesehen. Da war sie so ganz in sich versunken, in Gedanken, hat sie sich da hingekauert. Ist wahrscheinlich das Rennen nochmal durchgegangen. Also ich bin gespannt, was sie heute wieder zeigen kann. Die legt erstmal eine ordentliche Zeit vor wahrscheinlich. Ja, zumindest auf der Strecke. Es geht jetzt hier auf diesem ersten Stück wunderbar, die Aufnahmen auf der Drohne über diese Wiese in so einem leicht welligen Bereich. Hinten dann oben dort ist der Wendepunkt, da geht es dann wieder zurück Richtung Stadion, dann durch diese sehr markanten Tunnel, dann auf der anderen Seite der Anstieg, der seit dieser Saison Landi-Stieg heißt, in Erinnerung an Dominik Landertinger, der ja damals 2017 bei der WM dort die Bronzemedaille für die Staffel klar machte. Gegen Simon Schemp, aber am nächsten Tag gab es die Revanche im Massenstart. Da hat Simon Schemp da gezündet. Dorothea Wira ist da, 17 Mal schon im Sprint auf dem Podest. 4 Siege, 2 davon hier noch Filzen. Insgesamt 18 der Starterin heute schon mal auf dem Podest in einem Sprintrennen. Sie die erfolgreichste. Marketa Davidova, die nächste. 20 Jahre alte Tschechin. Da geht es natürlich vom Blick her schon Richtung Februar. Weltmeisterschaften in Nové Město. Hat eine gute Verfolgung gelaufen in Tschechien. In Östersund? In Östersund, genau. Danke, Arndt. Bitte. Schön, dass du da bist und auf mich aufpasst. Ich Walz auf der ersten Runde. Das ist jetzt hier die erste Zwischenzeit, diese markante Kurve. Ja, das ist so ein bisschen die Charakteristik dieser unteren Runde. Die wirkt so leicht, aber man kann sich in Abfahrten halt nie so richtig erholen. Du musst dann da umtreten. Christian Mehringer sehen wir rechts an der Strecke. Und dann Juni Arne Kleif, die ja erst beim Season Opening, bei diesem Qualifikationsrennen in Schuhschön durch den Sieg im Massenstart ihren Platz im Weltcup sich verdient hat und dann Dritte war im ersten Sprint, schon mal gleich mit einem Podestplatz aufgewartet ist. 23 Jahre alt, Juni Arne Kleif. Und jetzt 11,4 Sekunden, relativ klarer Vorsprung von Mona Bronson auf Janina Hettich-Walz. Ein Indiz dafür, dass Janina Hettich-Walz vielleicht dann doch noch nicht ganz wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte zu sein scheint. Da ist auch mal die Frage, wie viel harte oder schnelle Einheiten man noch machen konnte vorm Rennen oder ob sie jetzt nur ruhig trainiert hat. Dann ist es immer schwierig, gleich dieses Renntempo aufzunehmen. Justine besaß nochmal 5,8 Sekunden. Schneller, das haben wir kommen sehen und erwartet. Lisa Vitozzi, die Frau, die das Auftakt-Einzelrennen in Östersund gewinnen konnte. Dann hat sie die Staffel abgesagt, war in Sprint und Verfolgung 9. Hat noch so ein bisschen mit den Folgen so einer leichten Bronchitis zu kämpfen, ist auch sie läuferisch nicht ganz da, wo sie ist. Es gibt ja seit einem Jahr keine Streichresultate mehr für die Gesamtweltcup-Führung. Das führt natürlich auch ein bisschen dazu, dass Läuferinnen wie Lisa Vitozzi, die auch um die Gesamtwertung natürlich kämpfen, um den Gesamtweltcup, dann sich bei jedem Rennen überlegen, ob ich mal eins auslasse oder nicht, denn jeder Punkt zählt. Ja, da gab es eine große Diskussion gerade deswegen, ob Athleten dann vielleicht ein bisschen, eher mal krank laufen. Da war aber die Sichtweise auch der IBU. Athleten entscheiden das unabhängig davon. Also sind sie fit, laufen sie und ansonsten nicht. Sollte so sein.
normalerweise. Auch Dorothea Wiera hat vor ein paar Tagen nochmal gesagt, dass sie das dritte Mal innerhalb von 22 Tagen mit Fieber unterwegs war. Bei Doro weiß man ja nicht so ganz genau, ob sie vielleicht ein bisschen blufft. 16,7 Sekunden, jetzt ungefähr im Bereich von Janina Hettich-Walz. Aber das sind schon große Abstände. Das sind große Schleife, ja. Dieser Theresa Hauser. Vor 2 Jahren ist sie hier im gelben Trikot nach Hochfilzen gekommen zu ihrem Heimweltcup aus Östersund damals. Dieses Mal lief der Einstieg gut. 6. im Einzel, aber dann 22. 25. läuferisch gar nicht zufrieden. Die Österreicherin Davidova nur 4 Sekunden zurück an der ersten Zwischenzeit. Ja, Juni Annekleif hat auch schon ein paar Sekunden auf diesem kurzen Stück bekommen, obwohl sie da wirklich gerade schnittig rumgelaufen ist. Und jetzt Lou Jean-Monod. Das ist die Frau in Rot, die ein Kunststück vollbracht hat am letzten Wochenende. Erste in Sprint und Verfolgung, das gibt es ja immer mal wieder. Aber beide Rennen ohne Fehler, das gibt es nicht so oft. War natürlich auch eine Wahnsinns-Schießquote, 97% liegend, also ganz stabil. Lisa Vitozzi noch ein bisschen besser, die hat 97 stehend, glaube ich, und 94 liegend, also so aktuell einer der besten Schützinnen. Das ist jetzt der Landi-Stieg, dieser Anstieg eben hinter den Tunneln auf der anderen Seite. Und dann geht es über so eine kleine Kuppe in einer Rechtskurve, über eine Linkskurve, wieder durch den anderen Tunnel zurück ins Stadion zum Schießstand. Da kommen sie. Das ist dann der zweite Tunnel, den es dort gibt, dort hinten. Janina Hettich-Walz zum ersten Schießen. Und die hat in dieser Saison liegend noch gar nicht daneben geschossen. Eine von 6 Athletinnen im Feld, die noch ohne Liegendfehler in dieser Saison sind. Jetzt ist ein bisschen Wind drin im Vergleich zum Anschießen von links. Oben Mona Brorson. Ja, sehr ruhiges, sehr kontrolliertes Schießen und weiterhin mit einem fehlerfreien Liegenschießen in diesem Winter. Janina Hettich-Walz. Mona Brorson schießt ein bisschen schneller, auch fehlerlos und war ja auch ein bisschen schneller gelaufen, war ja 30 Sekunden hinter Janina Hettich-Walz gestartet. Und da ist auch schon Justine Brissas. Die unten sehen Sie es an dem In, 32,8 Sekunden. Jetzt sind es 14,8, hat sie jetzt geändert, weil jetzt Brorson durch die Zwischenzeit ist. Muss aber jetzt in die Strafrunde, Justine Brissas-Boucher. 14,8 Sekunden schneller war sie, also eingangs des Schießstandes im Vergleich zur führenden Mona Brorson. Muss jetzt aber 150 extra Meter laufen. Wird da sicherlich so ein bisschen mehr als 22, 23 Sekunden brauchen. Vanessa Vogt, Startnummer 23. Der zweite Deutsche, dann heute im Rennen, dritte im Gesamtweltcup. Franziska Preuß und Jean Monod. Da kommt Dorothea Wiera. 33 Jahre alt, zweimalige Siegerin im Gesamtweltcup. 2019 und 2020 war das. In der letzten Saison hat sie liegend so gut geschossen wie noch nie in ihrer Karriere. 93% Trefferquote. Im Moment liegt sie bei 94. Am Anfang der Saison sind die Quoten dann aber gelegentlich immer noch ein bisschen höher. Oh, das riecht nach einer Überprüfung. Ist das eine gefühlte Wahrheit oder ist das? Eine Wahrheit. Eine absolute Wahrheit. Achso. Denk mir doch keine Zahlen aus, Arndt. Ich bin entsetzt. Ist das für möglich? Nee. Und um Davidova. Das Boucher 15,8 Sekunden zurück. Wiera jetzt mit einem Fehler liegend.
gerade die Zwischenzeit herein, während wir gesehen haben, Doro Diabira mit einem Fehler. Die Lisa hat nach 1,5 Kilometer einen Rückstand von Davidova. 13,8. Die Tschechen konnten in Nové Město nicht trainieren, da wird gebaut für die Weltmeisterschaften. Sie haben sehr viel in Jablonec trainiert, aber da wohnen auch die meisten der Athleten. Und dann haben wir June Arnekleif und die ist 0,4 Sekunden eingangs des Schießstandes schneller als Mona Bronson, die aktuell Führende nach dem ersten Schießen. Blaues Trikot, die beste unter 25-Jährige im Feld. Aber mit einem Fehler zum Auftakt. Oh, gleich noch einer drauf. Jetzt schaut sie, jetzt dreht sie. Verhalten. Ja, so zwei oder drei, ich konnte es nicht ganz sehen. Bei rechts. Also sie vermutet, dass sie die Fehler rechts geschossen hat. Deckt sich auch mit dem Eindruck, den Blick auf die Windfahnen für uns, denn der Wind kommt von links nach rechts. Olainer Björndalen, der ehemalige Überflieger im Biathlon, inzwischen Kollege beim norwegischen Fernsehen am Schießstand. Vanessa Vogt. Lisa Vitozzi, 3 Sekunden hinter Bronson. Und Bronson war die drittschnellste auf der ersten Runde. Knapp 15 Sekunden hinter Justine Breisasti, aktuell die schnellste erste Runde. Jetzt der Unterschied, ne? Lisa Vitozzi beim in den Anschlag gehen, guckt sie auf die Fahnen, dreht sozusagen schon beim Hinlegen. Arnekleif mit diesem zögerlichen Drehen, ne? Und jetzt kommt das schnelle Schießen von Lisa Vitozzi. Ja, viel reifer insgesamt als davor Juni Arnekleif, Lisa Vitozzi. Aber natürlich, die ist 28 Jahre alt, viel erfahrener, bringt natürlich schon viel mehr mit als die junge Arnekleif. Ja, die hat im Prinzip ein bisschen zu spät auf den Wind reagiert. Erstmal so probiert, man ist häufig ein bisschen zögerlich. 9 Sekunden, der Rückstand von Vitozzi auf Bronson. Spricht wieder für die These von vorhin, die Schweden mit gutem Material offensichtlich unterwegs. Denn Bronson ist eigentlich nicht so eine gute Läuferin wie Lisa Vitozzi. Und vielleicht auch dafür, dass Vitozzi vielleicht auch nicht ganz im Vollbesitz ihrer Kräfte ist. Jetzt ist Lisa Hauser da, 7 Sekunden Rückstand auf Mona Bronson eingangs des Schießstandes. Reagiert auch. Ordentliche Schießeinlage, würde ich sagen. Du bist informiert, du musst dir als Athlet das selber entscheiden. Der Trainer darf nichts zurufen. Wir kriegen ja immer relativ viele E-Mails von Zuschauern. Jetzt in der vergangenen Woche nach dem Weltcup in Östersund waren viele Mails, wo Zuschauer nach Regelfragen gestellt haben. Das ist Anfang der Saison immer noch so. Deswegen erzählen wir doch ruhig immer noch mal ein bisschen mehr, was so ist. Lou-Jean Monod kommt. Der Trainer darf eben nicht rufen. Dreh bei links, dreh bei rechts, das musst du selber sehen. Oder du kriegst es auf der Strecke gesagt, wenn Mannschaftskollegen von dir schon Trefferbilder hatten, die eben eine Verlagerung bedeutet haben. Jetzt sehen wir es auch hier, alle reagieren eben und nehmen diese 2, 3 Rasten bei rechts. Das heißt, sie verstellen die Visierlinie, denn die Fehler würden sonst nach rechts oder die Schüsse nach rechts fliegen, da der Wind jetzt von links nach rechts weht beim Anschießen. Vorher war das nicht der Fall. Super Serie von Lou-Jean Monod. Und auch gut unterwegs gewesen auf der ersten Runde, aber nicht so schnell wie Justine Breisas-Boucher. Aber die hat einen Fehler geschossen. Eben, genau. Und da vorne ist am Schießstand ist eben diese Silent Zone. Da darf auch nicht gesprochen werden. Also würde ein Trainer da was reinrufen, bekäme er Ärger. Beziehungsweise es könnte sogar sein, dass man disqualifiziert wird. Genau, es käme zur Disqualifikation des Athleten. Gab es mal ein bisschen Theater, als mal Martin Fourcade ein Magazin zugeworfen wurde von Sigi Marseille. Ist lange her in Oslo, dass eine unzulässige Hilfe war. Vielleicht gab es da einen kleinen Bonus für Martin Fourcade. Für Gesamtweltcup-Führende. Julia Simon geht hier ein bisschen schwer gerade, hatte ich den Eindruck. Hatte ja auch schon ein bisschen Rückstand da bei der Zwischenzeit. Ingrid Landmark-Tandrevold hat gestern nicht trainiert, die Norwegerin. Fühlte sich nicht so gut. Heute Morgen habe ich die Norwegerin beim Joggen gesehen. Da war sie aber die, die vorweg lief und quatschte und die ganze Gruppe unterhielt. Also zumindest auf den 100 Metern, auf denen ich sie erlebt habe. Da wirkte sie quietschfidel. Mal sehen. 10 Sekunden schneller als Bronson, also läuferisch. Sie hat gestern gar nichts gemacht, ist im Bett geblieben, weil sie so ein leichtes Kratzen im Hals gespürt hat.
Ja, es geht einigen so, aber manchmal ist dieser eine Tag Ruhe auch hilfreich. Man geht erholt in das Rennen. Und die Linksschützin trifft fünfmal. Patrick Oberegger, der Trainer, der Italiener, der die norwegischen Frauen trainiert. Janine Hettich-Walz ist da, stehend Anschlag. Thunderwolt geht in Führung, 2,4 Sekunden vor Bronson nach dem ersten Schießen. Thunderwolt vor Bronson, vor Lou Jean Monod und dann Vitozzi, das sind die ersten vier. Hettich-Walz ist dort achte. Wir sehen die Grafik gerade nicht, aber wir können aus dem Fenster gucken. Also Bronson hat parallel einen Fehler geschossen. Jetzt wollten wir eigentlich einklinken, jetzt hat sich die Technik ein bisschen selbst ein Bein gestellt. Zwei Fehler von Bronson und auch Janine Hettich-Walz muss zweimal in die Strafrunde. Bronson ist schon weg. Ich weiß jetzt hinterher. Das ist halt so ein bisschen das Standardergebnis. 0-2. Das ist so klassisch Hochfilzen. Justine Brissas. 0-2 geht bei der nicht mehr. Das ist richtig. Vera Öberg hat inzwischen geschossen, die schnelle Schwedin. Auch sie muss einmal in die Strafrunde nach dem Liegen schießen. Das ist eine heiße Kandidatin jetzt für weit vorne. Vera Öberg an der ersten Zwischenzeit oder auf der Strecke war sie eine Sekunde langsamer als Brissas Boucher, die jetzt rausgeht auf die Schlussrunde. Und Elvira Öberg kommt mit 21 Sekunden Rückstand auf Thunderwolt aus der Strafrunde raus nach dem ersten Schießen. Ungefähr im Bereich von Janina Hettich-Walz. Die hatte aber keine Strafrunde geschossen dort. Also eine Strafrunde hat Öberg im Vergleich zu Janina Hettich-Walz schon auf der ersten Runde rausgelaufen. Julia Simon ist da, 13 Sekunden hinter Thunderwolt. Strafrunde für Julia Simon, die ja die Last der Vorwürfe mit sich trägt. Dort geht es um einen Kreditkartenvorwurf. Sie habe die Kreditkarte von Justine Brissas-Boucher verwendet. Der Führende nach dem zweiten Schießen im Trainingslager vor anderthalb Jahren. Geht ein kleiner Riss durchs französische Team. Die Ermittlungen laufen. Und Julia Simon hatte in Östersund anfangs der Woche gesagt, eigentlich kommt sie damit gut klar. Sie kann sich dadurch motivieren. Am Ende der Woche dann doch nicht. Sie hat es belastet sie doch sehr. Bleibt ein Thema. Ja, stelle ich mir auch sehr belastend vor, solange es noch ungeklärt ist. Kann man es auch nicht abschließen. Davidova und oben Vira. Davidova hat also die 30 Sekunden Startrückstand auf Dorothea Vira rausgelaufen auf der Strecke. Beide eine Strafrunde im Liegenanschlag. Dorothea Vira jetzt ohne Fehler und Marketta Davidova mit drei Strafrunden. Hanna Öberg ist inzwischen unterwegs auf der Strecke, die Schwester von Elvira auch schnell, auch im Bereich von Elvira Öberg und Justine Brissas-Boucher und auch Lena Hecki-Groß ist ähnlich schnell. Auf der ersten Runde sind die noch unterwegs. Vanessa Vogt nimmt sehr beherzt 3-4 Rasten bei rechts. Trotzdem noch Rechtslage. Erste tief, aber die drei jetzt rechts. Ja, knapp rechts am Rand. Das sind ja nur 4,5 cm Durchmesser. Dieser kleine innere Ring, den es zu treffen gilt, 50 Meter entfernt. Also es ist ein Kunststück. Es sieht immer so leicht aus, Arndt. Aber Hauptsache die Null steht. Ja. Vitozzi. Sie hätte nicht weniger drehen dürfen. 0,5 Sekunden der Abstand zwischen ihr und Justine Brissas-Boucher. Da kann sie jetzt durch ein schnelles Schießen möglicherweise entscheidende Sekunden gut machen, denn Brissas-Boucher ist natürlich auf der Strecke besser. Das schafft sie! Vitozzi, oben Hecki Groß, die Schweizerin, schnell unterwegs. Das haben wir gerade erwähnt. Also Vitozzi nimmt einen kleinen Vorsprung mit auf die Schlussrunde, aber der wird vermutlich nicht reichen bis ins Ziel. Wenn überhaupt. Gegen Justine Brissas-Boucher. Wenn überhaupt, ne? Noch nicht mal das. Ja, der Weg ist weit bis zur Zwischenzeit. Eine Sekunde ist sie jetzt schon dahinter. Lena Hecki-Groß schießt null. Sie hat auch lange mit ihren Stöcken gerade gebraucht, bis sie da drin war, bis sie mal richtig angeschoben hat. Das hat schon Zeit gekostet auch. Guck mal, Lena Hecki, zack, zack, die ist da schneller rumgelaufen.
Sophia Schneider ist für mich auch eine Kandidatin, die in Hochfilzen gute Rennen machen kann oder gute Ergebnisse schaffen kann. Und dann das Selina Gorodian. Ja. Und dann die nächste Prominente, Tiril Eckhoff. Auch sie arbeitet für denselben norwegischen Sender. Die sind hier mit Experten ganz gut bestückt. Die haben Tiril Eckhoff, dann haben sie Ole-Einar Bjørndalen, dann haben sie auch noch Petter Northug, der dann sozusagen sich ums Laufen kümmert, der ehemalige Langläufer. Ja, aber wir haben dich alleine, ja, das reicht. Du bist so gut wie die drei zusammen. Ja, mindestens, genau. Arndt. Genau. Mindestens. Lisa Hauser, zweites Schießen. Wer braucht drei Experten, wenn man einen Arndt Pfeiffer hat? Schöne Grüße an Erik Lesser natürlich an dieser Stelle. Ja, den hat er ja auch allein. Den haben wir auch manchmal. Zwei Fehler jetzt von Lisa Hauser. Markus Fischer, der Trainer. Jean Monod. Nach dem ersten Schießen auf Platz 4, 7 Sekunden hinter Tendrevold. Ja, und jetzt im Eingang genau im Bereich von Breisers Boucher und Vitozzi. Jetzt ein Fehler von Lou Jean Monod. Ganz knapp links vorbei. Und knapp tief. Zwei Strafrunden für Lou Jean Monod. Das ist ungewöhnlich, denn das ist ihre Stärke. Sie ist eigentlich am Schießstand so verlässlich. 97% und 92% liegend und stehend ihre Quote. In Kittlandmark Tandrevold. Die Führende nach dem ersten Schießen. Knapp vor Hecki Groß, Brosson und eben Lou Jean Monod. Lotte Lee aus Belgien nach dem ersten Schießen im Moment Fünfte. Vor Lisa Vitozzi. Hecki auf 2, Brosson auf 3. Und jetzt kommt Ingrid Landmark-Tandrevold. Das wäre natürlich eine Geschichte, wenn sie sich wenn du sie beim Joggen gesehen hast und dann nicht. Nein, ich habe Tag davor nicht trainiert. Also, als ich sie beim Joggen gesehen habe, war natürlich auch eine ganz tolle Geschichte. Wahrscheinlich war sie so motiviert dann. Sie hat mich nicht gesehen, ich habe mich versteckt. Sekunden Vorsprung vor Breisers Boucher. Schnellste zweite Runde eben gelaufen. Was kämpft? Sie zieht es durch, Ingrid Landmark-Tandrevold, die geht jetzt hier in Führung. Und das ist eine gute Läuferin, das ist eine schnelle Läuferin. Die kann dieses Polster, und die wird eins haben gegen Justine Breisers-Boucher, verteidigen. Denn die kann ja auf der letzten Runde auch nochmal so ein richtiges Tier werden, Ingrid Landmark-Tandrevold. Ja, 18,6 Sekunden. Ja, das ist auf 2,5 Kilometer ein ordentliches Polster. Hanna Oebeck hat eben einen Fehler geschossen. So, Justine Breisers-Boucher ist im Ziel. Die Massenstart-Weltmeisterin von 2022, Olympiasiegerin. Und danach Babypause. Am 3. Februar dieses Jahres wurde ihre Tochter geboren. Und nun ist sie schon wieder da. Da haben wir Elvira Oeberg, die schnellste Frau im Feld. Zweitschnellste ist Justine Breisers-Boucher, zumindest statistisch in dieser Saison. Aber eben mit einer Strafrunde. Elvira Oeberg am Schießstand noch nicht so stabil. Vor allen Dingen im Liegendanschlag. 70% Trefferquote bis jetzt in diesem Jahr. Sie kämpft natürlich genau gegen die Zeiten von Vitozzi und Breisers Boucher. Ist auch genau in diesem Bereich unterwegs. Sie wartet auf den letzten und sie macht ihn. Stark gemacht. Elvira Oeberg. Und sie hat natürlich den kleinen Vorteil, dass sie jetzt hinterherläuft, dass sie weiß, wie sind die Abstände, wird sich zwischen Tandrevold und Breisers Boucher einordnen. Vitozzi. Also hat 12 Sekunden Rückstand auf Tandrevold, 4 Sekunden Vorsprung vor Breisers Boucher, 5 vor Vitozzi. Den hatte ich Walz, kommt ins Ziel. Zwei Fehler, 1,43 der Rückstand auf der Strecke. Allein hat sie 1,13 verloren im Vergleich zu Justine Breisers-Boucher, aber die gehört zu den schnellsten, wie gesagt. Ja, sie werden die zwei Fehler vor allem heute ärgern. Nach ihrer leichten Erkältung hat sie vielleicht nicht so viel erwartet. Sophia Schneider. Guck mal, da kann sie gleich mitlaufen. Oder ist sie zu langsam? Mal gucken. Elvira Oeberg. Ja,
läuft sie erstmal vorbei. Frischer Ski. Und Julia Simon beim zweiten Schießen. Der war knapp. Giacchino, die Schießtrainer hat das auch gesehen und durchgeatmet. Sie hat auch selber so ein bisschen so durchgeatmet. Da sehen Sie es, auf Position 5 eben noch ganz kurz zu sehen, haben wir gar nicht im Bild gesehen. Lotte Lee, die Belgierin. Es ist eine große Überraschung, dass sie immer noch so weit vorne dort geführt wird. Null Fehler. Liegt 2 Sekunden vor Julia Simon, die allerdings eine Strafrunde gelaufen war. Dorothea Wira im Ziel, 1,20 zurück. Ja, und läuferisch 1,25. Von Doro Wira. Also sie ist noch nicht wirklich in guter Form. Und jetzt kommt Lisa Vitozzi. Nach dem Schießen lag sie 1 Sekunde hinter Justine Bresas. Verliert 3 Sekunden im Vergleich auf der Schlussrunde. Aber ich denke, es ist ein guter Auftritt von Lisa Vitozzi. Wie gesagt, auch sie noch nicht ganz wieder bei Kräften. Und jetzt Vanessa Vogt. 11. nach dem ersten Schießen. Mit einem Fehler und Schießplatz 17. 16 Sekunden bis zum ersten Schuss. Jetzt ein Fehler hoch. Genau als liegend. Ja, was ist dir aufgefallen? Was ist Sverre Olsby-Reuseland aufgefallen? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe eben nur auf das Trefferbild geguckt. Aber jetzt gucken wir auf Lena Hecki-Groß. Die ist Zweite. 0,9 Sekunden hinter Tondrevold nach dem ersten Schießen. 2,2 Sekunden. Aber jetzt muss sie in die Strafrunde, Lena Hecki-Groß. Oh, da ärgert sie sich. Aber trotzdem kann es ein klasse Ergebnis werden. Ist wirklich gut unterwegs gewesen jetzt. Ja, war auch schon gut in Östersund. 14., 15., 11. 3 gute Ergebnisse für Lena Hecki-Groß. In der nächsten Woche ja Heimweltcup für die Schweizer in der Lenzer Heide. Premiere, das erste Mal gibt es dort einen Weltcup. Und es ist die Generalprobe für die Weltmeisterschaften, die dann in der kommenden Saison auf der Lenzer Heide oder in der Lenzer Heide, wie sagt man eigentlich, stattfinden werden. Ich hätte jetzt in der gesagt, aber nagel mich nicht fest. Ich habe gerade Selina Grotian gesehen, die weiß es wahrscheinlich, denn die war schon da und hat da letztes Jahr bei den Europameisterschaften Gold, Silber und Bronze gewonnen. Auch nicht schlecht. Anna Öberg auf der 10. Beide Öbergs waren noch nie in Hochfilzen bei dem Sprint auf dem Podest. Ja, das könnte sich heute ändern. Zumindest für Elvira. So, jetzt haben wir den Vergleich. Jetzt läuft Sophia auch hinter ihr. Elvira Öberg zu Tondrevold. Da unten kommt sie. 12 Sekunden waren es nach dem Schießen. 10 sind es jetzt. Also sie konnte ein bisschen was wegmachen, aber nicht viel. Und Sophia Schneider tatsächlich vom Start weg an Elvira Öberg fast dran geblieben. Also hat das alles noch so ein bisschen im Griff. Muss natürlich ein bisschen aufpassen, wenn die Maschine dann da losdonnert, der Elvira Express. Naja, gerade so die letzten 500 Meter, da läuft man dann im Zweifel nicht mehr mit. Wenn sie da den Zielsprint einleitet, aber davor kann man schon was nutzen. Und da haben wir den Lisa Therese Hauser im Ziel. Da haben wir den Skiständer gesehen, als Selina Grotian da ihre Ski geholt hat, die auf Flur getestet werden von der IBU, nachdem sie fertig präpariert werden. Und Lou Jean Monod mit einem kleinen Dämpfer heute. Die Frau in Rot, die den ersten Sprint gewonnen hat und die zweite im Gesamtweltcup war. So, und jetzt kommt Ingrid Langmar, Landmark Tondrevold. Ja, und da wird sich zeigen, wie er sich das verhalten hat. 19 Sekunden zu Bresas Boucher, 18 waren das. Also nochmal schneller gelaufen als die Französin. Super Rennen von Ingrid Landmark-Tondrevold heute. Schnellste Laufzeit, fehlerfrei geschossen. Caroline Offigstad-Knotten. Auch eine starke Norwegerin, aber schon mit 2 Fehlern im Liegendanschlag. Ist 4. im Gesamtweltcup. 4., 2., 8. in dieser Saison bis jetzt. 2. im Sprint in Östersund. Und jetzt schießt sie schnell und gut. Und da kommt Elvira Öberg.
in Skogan auf dem Weg zum zweiten Schießen auf Platz 3 liegen. Da müssen wir auch gleich gucken. Mischt da auch noch vorne mit gleich. Ja, sie hat doch noch ein ganz bisschen was aufgeholt. Ja, ne? Also 10 Sekunden an der letzten Zwischenzeit und es sind jetzt nur noch 5 übrig geblieben. Also schaffen konnte sie das nicht mehr, Elvira Oeberg. Dafür war der Rückstand zu groß, aber jetzt ihre Schwester. Die eine zieht, die andere Schwester am Schießplatz. Und oben Anna-Maria Lampic, die Kroatin, die erst einen Fehler liegend geschossen Slowenin. Hat. Die Slowenin, die natürlich da 2 Fehler für Hanna Oeberg. Immer die Probleme noch hat am Schießstand, da teilweise wirklich wild schießt. Ja, jetzt die beiden Ersten daneben gehen. Im Sommer hat sie bei den österreichischen Meisterschaften mitgemacht. Da hat sie Gold im Einzel gewonnen mit 6 Fehlern. Ja, da war sie im Sprint. Schnell unterwegs. Schnell unterwegs ist sie immer, aber am Schießstand ist das eben alles noch nicht so gut. Und jetzt schauen wir auf Sophia Schneider. Die noch mal zu Hause war. Montagabend spät nach Hause gekommen. Dann kam auch noch die Dopingkontrolle. Wenn du aus so einer 2-wöchigen Östersund-Reise nach Hause kommst, brauchst du das gar nicht. Dann war sie Dienstag ein bisschen langlaufen in Inzell. Mittwoch die Anreise hierher. Fühlt sich wieder gut und schießt hier gut. Jetzt ist der Fehler da. Eine Strafrunde für sie. Schneller Sprung zu Lynn Persson. Ah, sie kämpft auch. Sie greift dann nach, ne? Wenn sie das Gefühl hat, sie hat die Stabilität nicht. 2 Strafrunden für die Schwedin. Jon Hagström, der Schießtrainer der Schweden, nimmt das zur Kenntnis. Julia Simon kommt mit einer Strafrunde ins Ziel als 5. Hat da noch ein bisschen was gut gemacht auf der Schlussrunde. 2 Plätze. Und Celina Grotian ist unterwegs. Erstes Mal hier in Hochfilzen. Im Sommer war sie einmal da zu einem Trainingslager. Hat gesagt, es fühlt sich ganz anders an, jetzt hier im Winter diese Strecke. Sie kennt das natürlich aus dem Fernsehen, ist das dann gelaufen und hat aber gedacht, ja, sie hatte irgendwie gedacht, dass die einzelnen Elemente der Strecke anders zueinander liegen und musste dann erstmal 2-mal laufen, bevor sie verstanden hat, aha, so ist also die Strecke hier. Ja, man hat so eine fragmentierte Sicht auf so eine Strecke, die man nicht selber kennt, sondern nur aus den Übertragungen. Marte Krogstad-Johansen. 24 Jahre alt, hat sich auch in Schuhschön qualifiziert. Gesetzt waren nur Tandrevold und Knotten. Es gibt ja so einen kleinen Umbruch bei den Norwegerinnen nach den Karriereenden von Olsby, Reuseland und Eckhoff. Aber wir sehen es, Nachwuchs ist da. Joni Arnekleif haben wir gesehen, jetzt Johansen. Hat auch einen interessanten Anschlag, ganz weit vorgeschoben, die Hüfte. Der letzte Schuss führt zur einzigen Strafrunde für sie heute. Ja, bei allen Schießzeiten. Da wird alles noch analog notiert. Einige Trainer sind inzwischen mit iPads dort unterwegs, mit Tablets und tippen dort eben die Trefferbilder ein, mit Daten und Wind- und Wetterdaten versehen. Aber einige machen das dann eben auch noch mit Kuli auf kleine Papierscheiben. Vanessa Vogt im Ziel. Da gucken wir mal gleich auf die Laufzeit. Wenn sie da ist, 1 Minute langsamer als Elvira Oeberg. 10. Laufzeit. Ja, und auch die Körpersprache leichtes Abwinken. Nicht so zufrieden heute. Dagegen Lena Hecki-Groß nur 20 Sekunden hinter Tandrevold im Ziel mit einer Strafrunde. Also die war richtig gut unterwegs. 17 Sekunden langsamer als Elvira Oeberg, die schnellste, aber nur 7 Sekunden langsamer als Tandrevold. Skogan mit 2 Strafrunden. Ja, Lena Hecki hätte heute den Sack mal zumachen können. Ja. Norwegerin. Lena Hecki hätte den Sack zumachen können. Ja. 20 Sekunden im Ziel. Aber klasse Leistung, wirklich schnell unterwegs gewesen. Ist ja die Schwiegertochter von Rico Groß. Der Trainer der Sloweninnen. Anna Gandler, die Österreicherin, die hier ganz selbstbewusst gesagt hat, Top-10-Platz, das ist mein Ziel für den Heimweltcup. War 24. im Verfolger am letzten Wochenende. Läuferischen Östersund die Beste.
Österreicherin am Schießstand noch ein bisschen zu wackelig. Es wäre möglich, sie braucht aber die Null. Sie braucht die Null. Und sie schafft die Null und jetzt wackelt hier die Wand. Denn nebenan sitzt Christoph Suhmann, sitzt Dietmar Wolf, der Kommentator vom ORF. Ich guck mal rüber, die flippen jetzt da aus und springen rauf und runter. Also beim ORF ist jetzt Karneval. Und Anna Gantler läuft jetzt hier raus. Und das Top-10-Ergebnis, was sie sich vorgenommen hat, das ist möglich. Sie geht als Achte hier raus. Ja, aber kurz hinter ihr Knotten, ja, sind da sind noch ein paar Kandidatinnen. Aber sie kann das schaffen. Sophie Chauveau. Sekunden nur zurück. Die kann da auch noch vorne reinlaufen. Jetzt nicht mehr. Die hat ja diesen märchenhaften vierten Platz geschafft. Letztes Jahr beim Heimweltcup in Le Grand Bornand mit später Startnummer. Beste Französin geworden. Da hat die Hütte auch gewackelt. Da hat die Hütte auch gewackelt. Da war doch die Tribüne, so eine Stahlrohrtribüne. So eine temporäre Tribüne. Und wir saßen ganz oben und unter uns 5000 verrückte Franzosen, die dann da rumgesprungen sind. Also Caroline Knotten ist auch wirklich gut unterwegs gewesen heute. Mit zwei Fehlern ist er schneller als Julia Simon. Macht doch die zweitschnellste Schlussrunde. Gesamt die viertschnellste Laufzeit mit 15 Sekunden auf Elvira Oeberg, die aktuell die schnellste Laufzeit hat. Ganz selbstbewusst hat auch gesagt, naja, es wurde immer über Tandre Wold gesprochen als Nachfolgerin von Eckhoff und Marte Olsby-Reuseland. Dann vielleicht ein bisschen von Arne Kleif, hat am letzten Wochenende gesagt, na, ich bin aber auch noch da und bin auch durchaus selbstbewusst und stark. Und wie gesagt, vierte im Gesamtweltcup aktuell. Also die norwegische Frauenmannschaft ist in der Breite einfach auch wieder gut aufgestellt. Johansen vor Dorothea Wira. So, Vanessa Vogt hat ein bisschen Redebedarf, werden wir dann ja auch, wenn sie sich umgezogen hat, gleich im Interview hören. Das würde ich jetzt als nicht ganz zufrieden deuten. Fassungslos fast. So weit wollte ich nicht gehen. Tuli Tomingas, Platz 6 bei der WM im Einzel in Oberhof. Das war wie 3 Goldmedaillen für Deutschland, hat sie danach hat gesagt. Sie gesagt. Ja. Um das mal ein bisschen einzuordnen. Mit 3 Strafrunden dabei insgesamt. Heute, wie ist denn die auch übers Schießen kommen muss? Anna-Maria Lampitsch, Superläuferin. Und heute mit 3 Strafrunden auf Platz 8. Laufbestzeit 6 Sekunden schneller auf der Strecke als Elvira Oeberg. Als Selina Grotian beim ersten Schießen. 32 Sekunden zurück. Ja, 36 Sekunden auf der ersten Runde bekommen. Geht auch deutlich bei rechts. Und macht das hier gut. Klasse schießen. Die Strecke passt eigentlich ganz gut zu ihr, mag das, nachdem sie dann verstanden hat, wie die Strecke läuft. Ja, viel im 1-1er, das liegt ja auch der Anstieg hinten, der Landi-Stieg. Sagt sie, der passt ihr vom Profil ganz gut. Sophia Schneider. Nach dem ersten Schießen 38. Ja, jetzt mit einer Null könnte sie sich noch weit vorarbeiten, weil so viele ein bisschen geschwächelt haben. Na, 2 Strafrunden insgesamt. Das wäre Olsby-Reuseland. Hat einiges zu notieren heute, da gibt es einiges zu besprechen. Und dann gibt es morgen gleich schon die nächste Chance im Verfolger. Und jetzt hören wir Janina Hettich-Walz bei Willi Haag. Ja, Janina, wenn wir aufs Tableau schauen, nach dem ersten Schießen, alles im grünen Bereich, null Fehler, 24 Sekunden Rückstand auf die Spitze. Was ist dann passiert?
Ja, heute ging es bei mir schon ganz schön schwer. Ich war jetzt die letzten Tage auch etwas erkältet, von dem her war es jetzt nicht die allerbeste Vorbereitung. Und stehend habe ich dann ganz schön gewackelt. Also da war einfach kein gutes Schießen und ich war ja ziemlich wackelig. Fühlt man sich als Athlet eher veranlasst zu starten angesichts des neuen Systems, da es keine Streichwerte mehr gibt? Nee, darum ging es jetzt nicht. Es geht auch eher darum, dass ich dann auch, also gesund bin ich wieder, dass ich genau die Chance habe, auf die Verfolgung dann nochmal ein Rennen laufen kann. Und wie war es auf der Strecke dann am Ende? Weil der Rückstand ist dann doch um eine Minute angewachsen. Lag Ihnen oder war die Krankheit noch ein bisschen in den Sachen oder war es die Strecke, die heute Tribut gezollt hat? Ja, ich denke mal, es war ein bisschen beides. Ich habe mich heute einfach nicht so gut gefühlt. Mir hat die Energie gefehlt auf der Strecke. Und ja, da kassiert man läuferisch schon einiges. Dann gute Erholung, danke. Gilon Gigonard haben wir gesehen, 2x0 geschossen. Die Französin, auch sie gehört zu denen, die liegend noch keinen Fehler geschossen haben, wie Janina Hettich-Walz. Aber auf der Strecke zu langsam. Anna Magnusson, die Schwedin, auf ihren letzten Metern. Auch wichtig für sie, ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und das tut sie heute. Neunte im Moment, denn 56. und 68. war sie in Östersund, hat den Verfolger verpasst und ist jetzt reingekommen. Dann ist auf einmal so ein Top 20-Ergebnis wieder eine Menge wert, wenn man solche Negativrennen hatte. Dann freut man sich einfach wieder dabei zu sein im Verfolger in der ersten Hälfte des Rennens. Anna Magnusson letztes Jahr ja die Siegerin im Sprint von Le Grand Bornand. Ja, eben dieser Tag, oder? Die Turine wackelt hier. Und da kommt Anna Gandler. Ja, ich bin gespannt. Für die österreichischen Männer läuft es ja gerade nicht so gut. Da hat heute Simon Eder abgesagt. Die zittern, ob sie überhaupt eine Staffel zusammenkriegen am Sonntag. Aber Anna Gandler, die bietet hier ein bisschen was an. Ist natürlich auch immer schön für das Heimpublikum. Wobei hier, würde ich mal sagen, mindestens so viele Deutsche rübergekommen sind über die Grenze wie österreichische Zuschauer. Aber klar, trotzdem, das ist natürlich ein toller Erfolg für Anna Gandler. Möglicherweise ein Top-10-Platz, na, nicht ganz. Wird nicht ganz reichen, da kommen ja auch noch ein paar. Elfte wird sie jetzt hier, also den Top-10-Platz verpasst sie knapp, aber das die mutige Ansage, die sie gemacht hat. Und bis jetzt ihr bestes Ergebnis, ein siebter Platz, ihr zweitbestes ein Elfter. Also das ist für ihre Verhältnisse schon einfach ein Top-Ergebnis. 21 Jahre alt ist Anna Gandler ja auch erst. Also. Da kommt noch was. Und die vollmundige Ankündigung auch durchgezogen, ne? Also gehört auch was dazu. Daria Virolainen kommt Ihnen möglicherweise bekannt vor. Früher für Russland startend, inzwischen Finnin. Comeback nach März 2018, Massenstart Tjumen. Da ist sie das letzte Mal gelaufen. Dann Babypause, hat zwei Kinder gekriegt. Dann waren die Russen aus den bekannten Gründen eben nicht mehr Teil des Biathlons. Lebt aber schon seit 2016 in Finnland und hat seit 2021 die finnische Staatsbürgerschaft. So, haben wir auch das untergebracht. Emilie Kalkenberg. Beim IBU Cup in der letzten Woche erste im Sprint, siebte im Einzel. Startet jetzt für Frieda Docken, die in Östersund nur 65. im Sprint war, den Verfolger verpasst hat und dann wurde getauscht. Aber der Druck ist natürlich dann auch immer ein bisschen höher, wenn du weißt, du bist auf diesem Schleuder, sitzt auf dieser Wechselposition. Wenn ich nicht liefere, bin ich wieder zurück im IBU Cup oder auch nicht. Jetzt drei Fehler für sie insgesamt. Das ist mental anstrengend, aber auch logistisch, wenn du ständig hin und her wechselst. Die ganzen Ski und alles muss immer hin und her von der einen Mannschaft zur anderen. Das ist nicht so angenehm. Ja, apropos Ski, Anna Weidel, die sollte eigentlich im IBU Cup laufen in Idre. Deswegen sind ihre Ski nach dem Wettkampf in den Schuhschuhen auch oben geblieben in Skandinavien. Und nun ersetzt sie Hanna Kebinger, die an Corona erkrankt ist. Und da waren kaum Ski hier. Da hat sie von ihrem Hersteller noch vier Paar bekommen und sich ansonsten aus dem Bestand von Vanessa Vogt bedienen müssen. Also das ist genau das Thema. Genau, das ist nicht so einfach. Ja. Der IBU Cup ist in Skandinavien, hier fällt jemand aus, was macht man? Zum Glück war Anna Weidel überhaupt noch da. Genau. Normalerweise wäre sie ja auch mit oben gewesen. Genau, sie war zu Hause wegen Krankheit, lag auch 10 Tage flach. Da sind wir auch gespannt, was gleich für sie überhaupt geht. Und Ingrid Landberg-Tandrefer, die kann sich schon mal den Siegerschluck aus der Pulle gönnen. Zweiter Weltcupsieg für die Norwegerin. Ui, ein bisschen eingefroren vielleicht. Mhm. Ihr Fläschchen da. Ja, insgesamt heute mit den Laufzeiten, also Vanessa Vogt aktuell
mit der 17. Laufzeit die schnellste heute gewesen. Also da ist schon einiges liegen geblieben auf der Strecke. Dazu kommen natürlich ein paar Fehler noch. Lucy Chavatova ist eine, die läuferisch auch zu so einem Feld von ganz guten Läuferinnen gehört. Ist ja auch ehemalige Langläuferin, inzwischen auch schon viele Jahre beim Biathlon. Seit 2013, also seit 10 Jahren, aber ich weiß nicht, ob er da noch Resteffekte vom Langlauf hat. Ja, vielleicht nicht mehr ganz, aber sie ist trotzdem noch eine gute Läuferin, ja. Aber am Schießstand trotzdem nach wie vor nicht stabil genug. Nicht so stabil wie er früher war, Egil Jelland, Olympiasieger mit der norwegischen Staffel in Salt Lake City 2002 und jetzt seit vielen Jahren schon der Schießtrainer der Tschechinnen. Überlegt die Regie wahrscheinlich auch, wen sie nehmen. Ja, kommen so viele, aber wir haben zum Glück eine eigene Kamera da und können uns für Selina Grotian entscheiden. Sehr gut. Und das zweite Schießen von ihr sehen. 48 Sekunden hat sie Rückstand eingangs des Schießstandes auf Tandrevold. Und fängt mit einem Fehler an. Ja, die 19-jährige Selina Grotian, immer noch ein bisschen Lehrgeld, was sie hier und da bezahlen muss. Anna Juppe für Österreich. Ja, schießt null, ist läuferisch, aber nicht zur absoluten Weltklasse zählend. Wobei ich finde, dass sie ziemlich gut unterwegs ist. Ja, sie ist jetzt ganz gut unterwegs, aber ich glaube, das wird sie nicht halten können, das Tempo, wenn du mich fragst. Ganz eng bei als 12. raus, so mit 0 Fehlern. So, Sophia kommt zum Ziel. So, Sophia Schneider. 1 plus 1 plus 1,38, das sind die Zahlen. Läuferisch genau auf dem Niveau von Vanessa Vogt. Das ist für Schneider eine gute Meldung, würde ich sagen, für Vogt eher nicht so. Aber das haben wir ja schon gesehen, Vanessa Vogts Gesichtsausdruck, auch ihre Diskussion mit den Betreuern dort. Ja, ich glaube, das passt schon zusammen, dass die ungefähr ähnlich schnell unterwegs sind, aber ein Stückchen weiter vorne in den Laufzeiten wäre schön gewesen. Also normalerweise traue ich beiden auf jeden Fall Top 10 Laufzeiten zu. Und auf sportschau.de können Sie jetzt parallel Skeleton schauen, den zweiten Durchgang mit Christopher Grotea und seinen Kollegen. Und wir bleiben hier und hören jetzt Vanessa bei Willi. Genau, Vanessa Vogt schaut schon eine ganze Zeit interessiert zu. 13. Rang im Moment. Eigentlich müssen Sie zufrieden sein, haben aber als Erste im Computer geblättert, wie Ihre Schießzeiten waren. Was haben Sie da gefunden und wie hat Sie das erfreut oder nicht? Ja, die Schießzeiten, ja, ich bin schon zufrieden. Unter 30 ist das, was ich eigentlich ja, abrufen kann. Natürlich geht es immer noch einen Tick schneller, aber ich weiß, dass man hier einfach die Null braucht. Deshalb war das so ein bisschen auf Sicherheit. Aber ich kann das Rennen überhaupt gar nicht einschätzen. Also ich habe mich echt mega gut gefühlt auf der Runde. Und ich bin ins Ziel gekommen und habe nur 1:11 Rückstand gesehen und habe gar nicht gewusst, ist es jetzt wahr oder spinne ich. Ist es vielleicht auch so, die Ansprüche sind natürlich gestiegen. Zweimal auf dem Podest in Östersund, wunderbarer Einstieg. Sie wollten hier anknüpfen, haben Sie uns im Interview vorher gesagt. Vorhin haben wir Sie beobachtet, dass Sie ganz schön geschimpft haben, offenbar mit sich selbst. Was hat Sie am meisten geärgert heute? Ja, einfach nur, dass ich es nicht einschätzen kann. Wie gesagt, ich kann eigentlich schon gut einschätzen, ob ich mich gut bewege draußen läuferisch. Und das konnte ich heute überhaupt gar nicht. Also ich habe mich sehr, sehr gut gefühlt. Und dann so ein Rennen ist, ja, natürlich sind die Ansprüche gestiegen. Aber zufrieden kann ich damit nicht sein. Ich würde sagen, behalten Sie das gute Gefühl und nehmen Sie es mit in die Verfolgung. Schönen Dank. Ja, Vanessa Vogt, 13. jetzt im Ziel, 1:11 der Rückstand auf Ingrid Landmark Tandrevold. Ist dann morgen in der Verfolgung in so einer Gruppe unterwegs mit Anna Gandler, mit Lotte Lee, mit Lou Jean Monod auf dem Weg dann Richtung erstes Schießen. Also ich kann schon verstehen, dass es nicht so
gut ist, wenn das Gefühl nicht zusammenpasst. Man hat ja so ein Gefühl, bin ich gut unterwegs oder bin ich nicht gut unterwegs. Und wenn man das Gefühl hat, man ist gut unterwegs, aber kassiert trotzdem, ist das natürlich nicht so angenehm. Manchmal täuscht einen das Gefühl, manchmal passt natürlich auch der Ski nicht. Es gibt viele Möglichkeiten. Das wird jetzt hinterher besprochen werden mit den Trainern. Ja, es gibt ja dann auch viele, viele Zahlen. Es gibt die sogenannte Competition Analysis, ein Dokument, in dem alle Schießzeiten, alle Rundenzeiten, alle Rangezeiten, wie lange man am Schießstand gebraucht hat, aufgeführt sind. Und dann kann man das abends in aller Ruhe mit den Trainern auswerten. Manche machen das intensiver, manche auch nicht so intensiv. Ich kann mir vorstellen, du hast es eher etwas intensiver betrieben, Arndt. Ich habe die immer ziemlich gut durchgeblättert, wobei man in der natürlich nicht sieht. Ja, alles gut. Die Abschnitte. Ja, Rang 29, es sind nur 4 Sekunden nach 25. Gas geben wir jetzt. Hopp. Ja, wolltest du erst noch Christian Mehringer kurz? Ja, ich wollte ihn da jetzt nicht über den Mund fahren. Man sieht natürlich nicht, auf welchem Abschnitt ich verliere. Aber das kann man natürlich im Nachgang sich auch anschauen. Von welcher zu welcher Zwischenzeit habe ich gewonnen oder verloren. Und da gibt es natürlich eher Abschnitte, die bergab gehen und eher welche, die bergauf gehen. Und da gibt es natürlich auch Rückschlüsse, ob es an mir lag, an meiner eigenen Performance oder vielleicht, dass doch der Ski irgendwo nicht mithalten konnte. Das ist, kann man hinterher rausfinden. Tilda Johansson mit fehlerlosem Schießen. Die Schwedin, die ja hier mit einem zusätzlichen Startplatz am Start ist, denn sie ist die IBU-Cup-Siegerin des letzten Jahres. Haben wir schon ein paar Mal angesprochen, der IBU-Cup, das ist die zweite Rennserie der IBU, also des Weltverbandes unter dem Weltcup. Und für die ersten beiden Orte, also für Östersund und hier Hochfilzen, gab es für die Schweden einen zusätzlichen Startplatz für Tilda Johansson. Der fällt aber dann weg und dann haben die betreffenden Nationen jeweils einen Startplatz weniger. So viele wie die anderen. Aber die Anna Juppe hält sich ganz wacker. Also hat nur 8 Sekunden verloren auf Justine Breisas-Boucher vom Schießstandausgang. Da waren sie ungefähr ähnlich unterwegs. Also ich finde, macht sie ganz ordentlich. Ja, macht sie ganz ordentlich. Beflügelt von ihrem Schießen, bezeichnet sich selbst als Überraschungsei beim Schießen. Alles ist möglich. Gelesen, ja. Genau, hier ist die Wende, das ist sozusagen der hinterste Punkt der 2,5-Kilometer-Runde. Eine Welle noch und dann geht es in die Abfahrt. Eine Kurve, die eigentlich Arndt-Peiffer-Kurve genannt werden müsste. Da hast du mal einen Massenstart gewonnen und in dieser Kurve auf dem Weg ins Ziel Martin Ponsluoma den Schweden innen überholt. Ja, manchmal muss man es über die Linie machen. Ja. Nicht über den Punch, genau. Ja, das werden wir dann morgen sehen, wenn wir finnisches Frau gegen Frau und Mann gegen Mann erleben in den Verfolgungsrennen. Es kommt ja dann, hier ist die Kurve. Aus einer Rechtskurve kommt man ja nach dem Tunnel ins Ziel und dann geht es ein bisschen bergan. Und das ist eben dann auch wieder die Frage, wann muss man vorne sein? Kann man auf dieser dann doch auch relativ kurzen Zielgeraden überhaupt noch überholen oder ist das hier schwer? Sarah Andersson ist angereist vom IBU Cup, ersetzt Stina Nilsson. Die ist degradiert worden nach ihren schlechten Plätzen in Östersund und hatte ein bisschen Probleme bei der Anreise, ist über Zürich und über Frankfurt und Salzburg sollte es gehen, wurde umgeleitet nach Verona. Das Gepäck war nicht da und erst gestern Abend kam ihre Waffe an. Bei den Männern heute musste Emil Nyquist mit einer zusammengebastelten Waffe schießen. Der war nämlich auch betroffen und dessen Waffe ist nicht angekommen. Gestern Abend großes Zittern bei den Schweden, aber ihr Gewehr kam zum Glück noch pünktlich. Ist auch blöd, ne? Wenn du dann hierher kommst zum Weltcup und dann kommt deine Waffe nicht mit. Das fühlt sich schon mal nicht so gut an. Aber zumindest hat sie ihre eigene Waffe. Also ich finde mit einer Ersatzwaffe oder mit einer zusammengebastelten zu schießen noch unangenehmer. Ja, es war irgendwie ein Schaft, den man noch hatte. Dann hat man das System, also den Lauf und das Schloss und alles andere von einem anderen Gewehr abgeschraubt, zusammengebaut. Ja. Also eine Notlösung. Sarah Andersson aber mit ihrer Waffe jetzt fehlerlos. Und oben gucken wir auf Anna Juppe und halten uns schon mal die Ohren zu, wenn Didi Wolf und Christoph Sumer nebenan wieder so laut werden, die österreichischen Kollegen. Macht's spannend. Jetzt ist es auch ganz ruhig nebenan in der Kabine. Und jetzt wird's laut. Aber Sie können es nicht hören, die Wand ist doch relativ dick. Und Markus Fischer, der ballt die Faust. Der Ruppoldinger freut sich hier darüber, dass seine Athletin mit 2x0 rausgeht. Jawohl, da gibt es nochmal das Anfeuern hinterher. Und sie läuft raus als Elfte. Das ist genau der Bereich,
Ja, es ist das Fenster, in dem Anna Gantler ist, in dem Anna Magnusson ist, Knotten, Jislova. Mal sehen, ob sie das halten kann, ob sie vielleicht zwei, drei Plätze noch verliert. Und dennoch, starkes Ergebnis. Und jetzt ist Anna Weide da beim ersten Schießen. Fehler, jetzt dreht sie bei links. Ja, und der Wind ist auch wieder raus. Möglicherweise hat sie eine Ansage vorher gekriegt, dass der Wind von links nach rechts rauskommt. Jetzt ist es aber wieder windstill. Ja, da wird sie sich ärgern, dass der passiert ist. Gutes Schießen, aber eben dann doch erst nach dem Fehler reagiert. Haben wir vorhin ja in Perfektion gesehen bei Lisa Vitozzi, die im Hinlegen die Visierlinie korrigiert hat. Ja, und die hohe Kunst ist dann auch wenig Zeit zu verlieren beim Rasten. Also zack, zack und weiter. Ja, das ist nachgeliefert, dass die Zielankunft von Selina Grotian, die als 30. im Moment geführt wird mit 1,51 Rückstand. Da war auch noch die Einblendung. So, und dann schauen wir mal Anna Weidel, wo sie rausgekommen ist nach dem ersten Schießen. Auf 68 mit einer Minute drei. Da geht es dann schon darum, ob sie sich qualifiziert für die Verfolgung oder nicht. Dann machen wir ganz kurz Werbung und sind gleich wieder da. Dein Biotin-Booster. Glatte Haut mehr und glänzende Haare. Biohacking für dein Immunsystem. Mit Magnesium für Muskeln, Knochen und Gelenke. Braucht fünf Äpfel. Äpfel. Gut, dass Lavita gibt. Für die Gesundheit der ganzen Familie. Mit Obst, Gemüse, Kräutern, Ölen und allen wichtigen Vitaminen und Spurenelementen. Gibt's nur direkt bei Lavita. So, Florina Wolken haben Sie vielleicht eben gesehen im kleinen Fenster. Die Schweizerin, die ersetzt Lea Meyer, die krank zurück in die Schweiz gefahren ist, die gar nicht erst hier war. Und das ist Sarah Anderson, die aus dem EU-Cup hierher gereist ist. Also es wird eben auch viel getauscht, manchmal krankheitsbedingt, manchmal wie hier beim Tausch von Stina Nilsson gegen Sarah Anderson, leistungsbedingt. Stina Nilsson, das waren ja auch große Hoffnungen, mit ihr verbunden waren. Ja, Olympiasiegerin, Weltmeisterin im Langlauf, läuferisch dann aber auch gar nicht so dominant, wie zum Beispiel Anna-Maria Lampitsch es ist. Und am Schießstand hat es gar nicht hingehauen. Dritte Saison jetzt schon für Stina Nilsson. Experiment vielleicht schon als gescheitert zu bezeichnen. Ja, wobei Stina Nilsson schon eher in der klassischen Technik als Langläuferin ihre großen Stärken hatte und eine Sprinterin war. Und Anna-Maria Lampitsch schon eine Skaterin ist eher. Das ist vielleicht auch ein Grund. Aber nicht jeder lernt dann auch zügig das Schießen. Also deswegen Denise Hermann-Wick, Hut ab, dass sie das in der Zeit bis zur Perfektion gelernt hat. Das ist nicht so leicht, wenn man erst mit 18, 19, 20 oder sogar später wie Denise damit anfängt. Absolut. Daria Virolainen, die eingebürgerte Finnin, die wir vorhin am Start gesehen haben, bei ihrem zweiten Schießen. Fehlerlos, überliegend Anschlag, 34 Jahre alt auch schon. Die Tochter von Anfisa Restova, ehemalige erfolgreiche Biathletin in den 90er Jahren, ahnt. Da warst du noch sehr klein. Seda Johansson, die natürlich auch kämpfen muss um ihren Platz hier im Weltcup, aber natürlich erstmal jetzt ein bisschen die Nase vorne hat. Sarah Anderson ist sicherlich dann die Konkurrentin, gegen die sie sich durchsetzen wird müssen. Mit Platz 26 sicherlich erstmal ein Argument für sich gesammelt hat. Hier kommt Sarah Anderson. Ja, das Ziel ist natürlich erstmal überhaupt in die Weltcup-Punkte zu kommen. Die ersten 40 also, kriegen Punkte. Die ersten 40 bekommen Punkte und so sehe ich es auch bei Selina Grotian aktuell noch. Solange sie jedes Rennen in die Punkte läuft, sind es Lernrennen. Sie wird immer besser und verbessert sich von Rennen zu Rennen. Man darf nicht gleich Top-10-Ergebnisse erwarten. So, und Anna Juppe. War 11. nach dem Schießen. Hält das doch recht stabil. Einen Platz verloren, ja, hält das ganz gut. Und hier haben wir Anna Weidel, die ja wirklich 10 Tage flach lag. Nach Östersund, beziehungsweise während der Östersund-Zeit dann auch. Das ist immer ein bisschen der Nachteil mit so einer hohen Startnummer. Weiter kämpfen, komm. Ja, konsequent bleiben, wieder nach vorne da jetzt arbeiten. Komm, Abdruck, Technik denken drüber. Hopp. Und jetzt gratulieren wir Ingrid Landmark-Tandrevold bei Willi.
Yes, congratulations, Ingrid. Ja, herzlichen Glückwunsch, Ingrid. Ihre Freundin Tiril Eckhoff ist eine Expertin bei den Norwegern. Was hat sie Ihnen gerade gesagt? She was very proud of me. Sie war sehr stolz auf mich. Und ja, es ist ein bisschen schwer, weil sie ist jetzt Expertin und sie muss sehr kritisch sein. Aber sie ist eigentlich auch meine beste Freundin, naja. Also heute gab es natürlich nichts, um kritisch zu sein. Also war ein guter Tag. Was war das Geheimnis heute, ihres Erfolgs? Ja, es war das Schießen heute mit den 10 Treffern. Und meine Form war gut, das wusste ich. Und ich habe wirklich hart gearbeitet am Schießen. Und heute hat es sich mal ausgezahlt. Ja, du hast mir gesagt, ein bisschen Deutsch geht auch. Was ist das Ziel für die ganze Saison? Ja, ich habe gerade ein Interview auf Französisch zu sprechen. Und mein Ziel ist es, einmal ein Interview auf Französisch und eins auf Deutsch zu geben. Aber ich muss erst noch ein bisschen lernen von Patrick Oberegger, von meinem Schießtrainer. Ich bin sehr glücklich, ja, heute mit meiner Competition. Ja, mit meinem Wettkampf. Wettkampf, yes. Herzlichen Dank. Das klingt doch schon ganz gut, ne? Das hört sich doch mal sehr gut an. Also besser als mein Norwegisch. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Ja, wir haben aktuell nur 3 Athletinnen, die mit 0 in den Top 10 sind. Das ist auch verhältnismäßig wenig, würde ich sagen. Annemaria Lampitsch mit 3 Fehlern. Aktuell jetzt die schnellste Laufzeit. War noch ein bisschen schneller als Evira Öberg. Das zeigt doch, dass es nicht ganz leicht war. Und jetzt gucken wir auf Anna Juppe. Bestes Ergebnis bisher, ein 23. Platz in Antolz beim Sprint. Und jetzt geht sie hier als 13. rein vor Vanessa Vogt. Verdrängt also die Deutsche nochmal an einen Platz. Und das ist Sarah Andersson. Also 2 Österreicherinnen vor der besten Deutschen. Das war letztes Wochenende nicht denkbar. Ja. Anna Gantler 11., Anna Juppe 13. Fehler jetzt von Sarah Andersson, die in Östersund lebt, die fast alle aus der Nationalmannschaft der Schweden. Das macht es für die Schweden eigentlich immer ein bisschen leichter. Die können auch die Vorbereitung gut zu Hause machen, weil da ist eh die Weltcup-Mannschaft beisammen und haben natürlich die entsprechenden Bedingungen auch häufig. Ja, und sie haben das auch ein bisschen gelernt in der Corona-Zeit. Da haben sie viel zu Hause machen müssen und haben das dann auch ein bisschen beibehalten. Aus Kostengründen, aus logistischen Gründen, weil sie festgestellt haben, es ging auch da ganz gut. Man muss nicht unbedingt die vielen Trainingslagerreisen auf sich nehmen. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wo der WM-Ort beispielsweise ist, in welcher Höhe der stattfindet. Aber wie vor Oberhof hat sich es angeboten, das doch zu Hause in Östersund zu machen und sind damit ja ganz gut gefahren in der letzten Saison. Daria Gembicka aus Polen sehen wir inzwischen. Da gibt es eine kleine nette Geschichte eigentlich, denn die Polen haben im letzten Wochenende für einen historischen Moment gesorgt, die polnischen Frauen, denn sie waren zum ersten Mal seit 2007 im Biathlon besser als im Skispringen. Denn damals war Christina Palka 11. und Ada Malisch 16. und jetzt war die Anna Marker 9. und der Skispringer Kubacki nur 21. Und man weiß, was für einen Stellenwert Skispringen dort hat. Das ist halt da die Nummer 1 Sportart überhaupt im Winter. Und danach kommt ganz lange gar nichts und dann kommt irgendwann Biathlon. Und das war eine Schlagzeile wert, dass die Biathletinnen besser waren als die Skispringer. Allerdings nicht Daria Gembicka, sondern eben Anna Marker. So, Anna Weidel. Jetzt eine 0 fürs gute Gefühl hinten raus und dann vielleicht es auch schaffen, in den Verfolger zu kommen, damit das eben hier nicht nur das eine Einzelrennen ist. Am Sonntag ja noch die Staffel, da muss man dann gucken, wie es allen geht. Franziska Preuß ist ja abgereist, es gibt also nur noch 5 aus dem deutschen Lager, die sich um die 4 Plätze streiten. Jawohl, da ist die 0 von Anna Weidel. Wunderbar. Startnummer 95. Lange musste sie warten, bis sie dran kam. Und jetzt läuft sie in einem Bereich, wo sie eben genau kämpfen muss, um einen Platz in den Top 60 als 50., 52. raus. Und dann hören wir Sophia Schneider bei Willi Haag. Genauso ist es, Christian. Stichwort, lange musste sie warten. Vielen Dank für die Geduld. Bei Ihnen ist im zweiten Schießen nicht ganz so gut gelaufen wie bei der Anna Weidel eben. Wie sind Sie generell mit dem Rennen heute zufrieden?
Ja, so mittelmäßig. Also 1-1 ist natürlich kein Schießergebnis, womit man dann ganz vorne reinlaufen kann. Da braucht man definitiv die Null. Einer braucht man eine sehr schnelle Laufzeit. Das ist mir heute leider nicht gelungen. Es war allerdings auch nicht ganz einfach zum Schießen. Der Schießstandanlauf ist nicht so leicht. Aber gut, da geht es jeder gleich. Ich habe es nicht ganz hinbekommen. Es ärgert mich natürlich, aber morgen ist ein neuer Tag und da versuche ich es auf ein neues. Platzierung 25 hört sich gut an. 1,38, was wird da noch gehen? Ja, ich denke, morgen beim Verfolger ist einiges drin. Ich glaube, die Abstände nach vorne hin sind jetzt nicht so weit auseinander. Also heißt es morgen Angriff nach vorne. Viel Glück dabei und danke fürs Warten. Ja, Sophia Schneider immer erfrischend und positiv. Dario Virolainen auf dem Weg ins Ziel. Also Ingrid Landmark-Tandrevold gewinnt den zweiten Weltcup ihrer Saison, ihrer Karriere vor Elvira Öberg und Justine Bresas-Boucher. Tandrevold, Öberg sind ja die Kandidatinnen für den Gesamtweltcup. 15.40 Uhr geht es weiter mit der Quali der Männer im Skispringen aus Klingenthal. Aber wir bleiben noch einen Moment beim Biathlon und sehen das nicht. Ja, da sehen das Daria Virolainen mit einem Fehler dann doch als 34. läuferisch arg zu kämpfen hatte. Sarah Andersson, die Schwedin, 20 Jahre alt erst, auf Platz 29 an dieser Zwischenzeit. Und es geht unten jetzt immer weiter. Willi Haag hat die nächste da. Ich glaube, es ist Selina Grotian. Ja, es ist Selina. Die hat schon ein paar Minuten interessiert bei uns zugeschaut. Und Selina, momentan Rang 33. Wie würden Sie das Rennen aus Ihrer Sicht einschätzen? Ja, relativ schwer, würde ich sagen. Habe mich heute jetzt eher ein bisschen müder gefühlt. War aber sehr froh, dass ich jetzt mal liegend wieder die Null bringen konnte. Es hat jetzt in Östersund leider nicht so gut geklappt, das Liegendschießen. Schade jetzt mit Stehen mit den ersten beiden, aber ich glaube, der Anlauf ist ja einfach brutal schwer in Hochfilzen. Und ja, schwierig heute einfach. Ich muss sagen, Sie sind ja noch immer sehr jung, noch sehr neu im Team. Und dennoch Ihre Analysen schon immer relativ auf den Punkt. Woran glauben Sie, könnte es heute gelegen haben, an diese Müdigkeit? Wo kann die herrühren? Boah, schwierig. Ich glaube einfach jetzt durch die Reise hier runter und dann gleich wieder ins Training zu starten, das ist mein Körper jetzt noch nicht ganz so gewohnt. Aber ich denke, ich muss einfach noch ein bisschen meinen eigenen Weg reinfinden im Weltcup und schauen, was da das Beste ist. Und ich glaube, dann kriege ich das die nächsten paar Wochen besser hin. Wie ist es denn so im Weltcup-Team? Was sind die größten Klippen gewesen in den ersten Wochen? Gab eigentlich gar keine großen. Also hat eigentlich alles super geklappt und fühle mich jetzt hier wohl und ist alles super hier. Ja. Dann weiterhin viel Glück und viel Spaß morgen. Dankeschön. Danke. Ja, das ist ein Eindruck, den teile ich auch, Selina Grotia. Wenn man sie erlebt, wie sie mit der Mannschaft umgeht, mit den Skitechnikern, mit allem hier, das hat schon ein hohes Maß an Selbstverständlichkeit. Anna Weidel an der Zwischenzeit, 60. Ja, es wird ein harter Kampf für Anna Weidel um den Verfolger. Da geht es wirklich um jeden Platz. Und Selina Grotia, nächstes Wochenende wird sie dann möglicherweise noch selbstbewusster sein, denn dann ist es ein Heimspiel für sie, die Lenzer Heide. Ist neu im Weltcup. Da kann sie dann den anderen erklären, wo die Strecke lang geht und wie das alles läuft. Wie gesagt, letztes Jahr EM. Gold, Silber und Bronze hat sie da gewonnen auf den Strecken in der Schweiz. Und es dürfte ihr mit Sicherheit ein ganz gutes Gefühl geben. Wir haben das heute bei den Männern gehört von Benny Doll, von Johannes Kühn, die ja hier schon Weltcup-Siege und einen WM-Sieg jeweils errungen haben, beide eins. Und die haben auch gesagt, naja, es gibt so Strecken, da ist man dann eben ein bisschen lieber unterwegs, da nimmt man Erinnerungen mit, die passen zu einem. Und wer weiß, vielleicht wird Selina Grotian das auch einen kleinen Schub geben in der nächsten Woche in der Lenzer Heide. Ja, wunderbar, hier kann man die ganze Anlage mal sehen. Das ist eben da links der Anstieg. Im Licht dort, wo Anna Weidel, glaube ich, sogar gerade hochläuft. Und dann geht es hier rechts rum in dieser langen Kurve, in der Rechtskurve, in der sich Sarah Andersson jetzt befindet. In hoher Geschwindigkeit ins Stadion und dann auf die Zielgerade.
Das sind die beiden charakteristischen Tunnel. Dann rechts die Tribüne. Oben sehen Sie den Schießstand. Das sind jetzt mal die Chancen, die man eben dann hat, um das Ganze sich zu erschließen. Da haben wir vorhin darüber gesprochen, Arne Pfeiffer und ich, dass man als Athlet dann nur so Fragmente hat. Jetzt durch diese Einstellung war das mal so ein bisschen zu erkennen, wie die einzelnen Teile zusammenhängen. So, Sarah Andersson jetzt auf der 34. Es geht ja auch ein bisschen um Preisgeld. Die ersten 30 bekommen ein Preisgeld. Sarah Klemenčič aus der Mannschaft von Rico Groß. Die Cousine von Polona Klemenčič, die ja hier auch ebenfalls am Start war. Als 28. im Ziel ist die stärkere der beiden Cousinen. Siva Klemenčič kommt als 73. mit 3 Fehlern ins Ziel. So, die Deutschen. Platz 14 Vanessa Vogt, Platz 25 Schneider, Platz 33 Grotian, Platz 43 Hettich Walz. Und Anna Weidel kämpft um den Verfolger. Also es ist nicht das große weitere Podeste sammeln gewesen aus deutscher Sicht heute. Franziska Preuß, damit fing der Tag an mit einer betrüblichen Nachricht, konnte im gelben Trikot nicht an den Start gehen, weil sie an den Folgen einer Corona-Erkrankung immer noch ein bisschen leidet und das sollte sie ein bisschen schützen vor dem weiteren Verlauf oder für den weiteren Verlauf der Saison. Daria Gembicka, die Polin, kommt als 60. ins Ziel und das ist genau die, gegen die jetzt Anna Weidel im Fernduell kämpft auf ihrer Schlussrunde. In der Zwischenzeit eben hatte Weidel 3 Sekunden Vorsprung vor Gembicka und jetzt kommt sie und kämpft. Unten rechts sehen Sie es, Platz 54, Platz 55, Platz 56, Platz 57. Und da geht es dahin gegen die Zeit von Gembicka und es reicht ganz knapp. 4 Zehntelsekunden, Anna Weidel ist drin im Verfolger. Also,